Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Ich habe jetzt für heute etwas Besonderes geplant und bin heute bei Beat bei der Fahrschule Koch. Und er wird uns ein paar Einblicke geben, wie es ist, Fahren zu erlernen mit einer körperlichen Behinderung oder Einschränkung. Und da kann er uns das am besten erklären. Hallo Alessandro. Hallo Beat. Willkommen, schön bist du bei uns in der Fahrschule. Danke, schön, dass du da bist. Wir müssen halt ein bisschen den Abstand einhalten, ja. Genau. Schön bist du hier, freue mich. Dankeschön, ja, danke, dass ich auch kommen konnte. Es macht wirklich viel Spaß, ist auch toll und wir werden jetzt ein paar Dinge machen. Es ist auch ein schönes Vorschlag, das ihr da habt. Da werden wir dann ein paar Bilder noch zeigen. Das ist ein Maserati Quattro Porte. Und dann würde ich sagen, nun verlieren wir nicht zu viel Zeit und drehen wir eine kurze Runde. Sehr gerne. Wir werden natürlich mit Atemschutzmasken im Auto sein müssen. Natürlich. Genau. Und vorgängig ist alles schon desinfiziert worden. Perfekt, ja, dann ist alles soweit bereit. Dann würde ich sagen, auf eine kurze Fahrt. Ich freue mich, bitte sehr. Los geht's. So, jetzt sind wir hier im Auto und machen eine kurze Fahrt. Beat kann dann euch und mir noch ein bisschen erklären, genaueres zum Auto. Und ja, dann seht ihr ein bisschen, kriegt ihr ein bisschen Eindrücke hiervon, wie es ist, was das Spezielle an diesem Fahrzeug ist. Vielleicht willst du gleich mal ein paar Dinge zu diesem Fahrzeug so zusammenfassend sagen. Wir fahren gerade ein Maserati Quattro Porte, 3 Liter V6, das ist unser Herzprojekt. Wir haben dieses Fahrzeug umgebaut für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung und wir können 80% von allen körperlichen Beeinträchtigungen können wir abdecken und ausbilden. Und bei dir, Alessandro, ist es ja so, von deinem Handicap her musst du ja in den Handbetrieb. Genau. Du darfst nicht mit den Pedalen unten arbeiten. Und Alessandro hat jetzt die Situation, dass er einen Commander hat am Lenkrad. Mhm. Und mit dem Multifunktions-Commander kann er hier alles betätigen mit Blinker, Scheinwerfer, Horn, Scheibenwischer und so weiter, Fernlicht. Das macht er alles mit der linken Hand und mit der rechten Hand hat er den Handbetrieb mit der Stoßbremse, wo er nach vorne bremsen kann. Und wenn er zieht, dann kann er Gas geben. Und wenn er muss den Gang wechseln, dann hat die Stoßbremse eine Verriegelung, wo er dann reintun kann und dann den Gang wechseln. Bei der Ausbildung für Menschen mit einer Behinderung ist es ja so, dass es eigentlich zwei Arten gibt, und zwar die Neulenker, die von Grund auf eine Ausbildung machen, die machen das gleiche Programm voll 1:1 wie die Neulenker, die kein Handicap haben, von der Anforderung her und allem, von der Ausbildung. Und dann gibt es natürlich leider auch viele, die haben einen Unfall gehabt, die hatten die Prüfung schon alles und die müssen dann eine Umschulung machen vom Fußbetrieb zum Beispiel in den Handbetrieb und das ist dann natürlich schon eine größere Umstellung, weil Umlernen ist immer schwieriger als Neulernen. Genau. Und man hat natürlich den Automatismus dann drin und das ist dann schwieriger als jetzt hier bei dir, wo du das einfach neu dann schon von Anfang an mit dem Handbetrieb gelernt hast. Genau, da muss man sich dann wahrscheinlich auch als Fahrlehrer immer anders darauf einstellen, das ist korrekt. Was die Situation jetzt gerade ist. Das ist korrekt, absolut. Aber es macht riesig Spaß, dass man Menschen mit einem Handicap wieder die Mobilität quasi schenken darf mit der Ausbildung und das freut uns sehr. Und das gibt uns auch ganz viel zurück, wenn man dann sieht, wenn wir am Ziel sind und man mit der Mobilität mitgeben kann fürs Leben. Das kommt natürlich gewaltig zurück. Es soll ein Lichtblick sein, ein Lichtblick im Umschulungsprozess und wir wollen Freude schenken in der Ausbildung, das steckt eigentlich dahinter. Ich komme nachher noch ins Detail auch mit dem Herzprojekt, aber wir wollen, der Grundsatz ist eigentlich Freude schenken, es soll ein Lichtblick sein im Umschulungsprozess, in der Ausbildung, wo wir mitgeben können und das zum gleichen Preis, wie wir sonst auch verlangen in den Ausbildung mit den VW Golfs oder T-Rocks. Genau. Ja. Das ist schon schön, eben. Es ist auch für mich jetzt ein tolles Gefühl, mal so ein Auto wieder zu fahren. Macht Spaß, oder? Schon, ja. So, man merkt auch, dass ein bisschen Leistung hier auch vorhanden und auch wie schön das Auto hier auch verarbeitet ist. Also wirklich
komfortabel. Und das soll es eben sein. Es soll Freude machen. Und wir haben in der Ausbildung von 18 Jahren bis 83 haben wir schon alles gehabt. Es funktioniert bei jedem Alter sensationell. Egal ob 80 Jahre jung oder 18 Jahre jung. Es ist einfach sehr viel Freude da. Und auch egal ob Frau oder Mann, es haben alle wirklich riesig Freude damit. Was vielleicht noch eine interessante Frage wäre, was so ein ganzer Umbau kostet, dass man da den Leuten das ermöglichen kann. Das ist so, das kommt natürlich immer darauf an, was man für ein Handicap hat. Und dementsprechend baut man ja dann das um, oder? Hier haben wir wirklich das Maximum umgebaut, was wir mit diesem Fahrzeug können. Wir haben gesagt, 80% aller körperlichen Handicaps können wir da ausbilden. Wir wollten einfach das Maximum rausholen, dass wir die Kunden wirklich auch A bis Z betreuen können. Und dieser Umbau, das ist natürlich absolut Premium. Auch das Stoßbremssystem, Ziehgas mit dem Commander, das ist natürlich optisch, aber auch technisch ist das absolut Premium. Und der Umbau, der kostet ca. 30.000 Schweizer Franken. So, jetzt kommt natürlich immer darauf an, was brauche ich? Brauche ich nur einen Lenkknauf? Es gibt auch einfache Lenkknaufe ohne Multifunktion, Gaspedal links und so weiter. Da kommt natürlich darauf an, was habe ich für eine Verfügung, was für einen Umbau brauche ich. Und dann kann es das sein, dass das vielleicht 5.000 Franken sind, 10.000 Franken, 15.000 Franken, je nachdem. Gut, ich denke, das war es bis jetzt mal mit den Fragen vom Auto. Ich werde dann auch noch ein paar Bilder und Videos einblenden von heute, dass ihr das auch ein bisschen so visuell miterleben könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich zurück im Fahrschullokal. Alles klar, freue mich. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind jetzt zurück von der kurzen Runde. War noch schön, auch wieder mal so ein schönes Auto zu fahren und haben nachher noch ein bisschen mehr Erfahrung zu diesen ganzen Themen mit den Umbauten, was es für verschiedene Arten gibt. Und ja, vielleicht ist jetzt die Gelegenheit gut. Hast du noch einen schönen Kleber-Sticker drauf mit dem Herzprojekt? Vielleicht willst du da mal erklären, was es mit dem auf sich hat, was du da so von dem auch bist. Genau. Danke dir, Alessandro. Schön, dass es dir gefallen hat mit dem Fahren. Es ist so, Mario, mein Geschäftspartner und Freund schon seit der Jugendzeit und ich, wir haben das Glück, dass wir in der Schweiz geboren werden durften und wir haben sehr tolle Eltern, die uns sehr viel Liebe geben und alles, das kann man nicht aussuchen. Und für uns ist klar, wir möchten da wirklich etwas der Gesellschaft zurückgeben und das können wir mit dem Herzprojekt. Und zwar ist es so, ich werde immer wieder gefragt, ja, wieso denn unbedingt ein Maserati, oder? Und Maserati ist einfach so, der treibt so, der strahlt so viele Emotionen aus. Und Ausbildung, Menschen mit Handicap haben auch eine sehr emotionale Geschichte. Das harmoniert sensationell. Genau. Und das war immer unser Jugendtraum, der Quattroporte. Und wir können jetzt quasi unser Herzenswunsch, können wir teilen mit den Leuten, die es meistens verdient haben. Zum gleichen Preis, wie wir sonst auch mit dem VWS ausbilden. Genau, das ist so eigentlich die Geschichte dahinter. Wieso ein Maserati Quattroporte? Und wir haben hier auch einen riesen Kofferraum, wo wir problemlos zwei Rollstühle in die Tiefe versenken können. Und das passt alles ideal. Und dazu kommen die vielen Emotionen, die du jetzt erleben durftest. Genau, ja, ist wirklich toll, dass man auch so etwas kann, dass es auch gleich vom Preis ist, eine Fahrstunde. Genau, gleich Preis, weil wenn wir das eigentlich müssten berechnen, dass wir das auch amortisieren könnten, dann müssten wir dagegen 200 Franken berechnen pro Lektion. Und da sind wir jetzt gleich auch bei 90 Franken, wie beim Fall. Genau, das ist unser Beitrag an die Gesellschaft, wo wir etwas zurückgeben können, in unserer Firma. Das ist wirklich schön. Ja, das ist eigentlich so das Thema. Ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen an dich vorbereitet. Sehr gerne. Zum Thema. Und da werde ich dich sonst gleich noch kurz vorlesen. So, ich habe mir da noch aufgeschrieben, wie du zum Beruf Fahrlehrer kamst, also wie sich das ergeben hat. Ich war 20 Jahre im Autogewerbe und da war auch immer der Mensch und das Automobil im Vordergrund.
und wie es so ist im Leben, geht dann eine Türe auf, man geht einen anderen Weg und jetzt habe ich wirklich absolut meine Leidenschaft gefunden. Es ist wieder der Mensch im Vordergrund und das Automobil auch da und wir können zusätzlich etwas für die Verkehrssicherheit machen und es ist mein absoluter Wunschjob und ich bin sehr dankbar, dass ich den auswähle. Es sind ja auch ein paar tolle Momente dabei. Absolut. Man erlebt immer etwas Neues. Das ist so, das ist so. Wie hast du dich dann entschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und auch Personen mit einer Beeinträchtigung zu unterstützen und zu sich mal schulen? Es ist so, also der Grundsatz eigentlich kam schon von früher, von Kindeswegen her. Ich habe in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, und zur Schule ging, in den Kindergarten. Die Marschule und alles. Aber sein Ehepaar, da ist der Ehegatte, der ist schon früh, ist der Tetraplegiker geworden, weil ihm ein Kühlschrank auf dem Rücken gefallen ist. Und ich bin dann eigentlich, ja, als Kind bin ich immer an ihnen vorbeigelaufen, an ihrem Haus. Und das hat mich natürlich so im Unterbewusstsein, habe ich das natürlich ja, recht berührt auch und das Ganze abgespeichert. Das war für mich immer ganz klar bewegend, diese Situation. Und auch die Frau, wie sie ihn quasi wortwörtlich durch das Leben gestoßen hat über die vielen Jahre. Und als ich dann im Autogewerbe bei der Firma Breu war, wo übrigens auch den Maserati Quattroporte gebaut haben, dort war ich für zuständig. Wir hatten aber eine Abteilung dort, spezialisiert für Menschen mit Behinderung, wo die Umbauten und alles stattgefunden haben. Genau. Das hat mich sehr beeindruckt. Und für mich war klar, in der Fahrschule können wir jetzt von unserer Seite, von unserer Firma, können wir jetzt etwas der Gesellschaft zurückgeben. Mhm. Und darum haben wir jetzt beschlossen, dass wir uns, das war im 2015, spezialisieren auch auf diesen Bereich. Den Menschen mit einer Beeinträchtigung wirklich von A bis Z helfen können und sie professionell unterstützen. Ja, super, ja. Genau. Das ist auch bei euch noch das Spezielle. In der Schweiz gibt es ja nicht so viele Fahrlehrer oder Fahrschulen, die so vorbereitet sind und auch darauf ausgerüstet. Und jetzt bei euch ist natürlich so noch das Spezielle mit dem sehr schönen Auto. Also wahrscheinlich kann man sagen, wirklich einzigartig in der Schweiz. Was sind eigentlich die Reaktionen und Emotionen bei dir? Wie es bei dir auslöst, wenn du jetzt mit Leuten unterwegs bist und denen das Fahren beibringen kannst oder auch wenn die umschulen müssen, dass die dann wieder zurück zur Mobilität kommen? Es soll natürlich vor allem ein Lichtblick sein im Umschulungsprozess. Wir möchten Freude schenken mit diesem Herzprojekt und das ist natürlich für uns das Schönste zu sehen, wenn dann der Kunde, die Kundin die ersten Meter fahren und dann sieht man, oder wie der Smile kommt, die Mundwinkel nach oben gehen. Das ist für uns dann immer wieder ganz klar ein Zeichen, wo das Herzbereich funktioniert. Und es haben wirklich alle einen riesen Spaß an diesem Fahrzeug, egal ob jetzt 20-jährig oder wir haben auch schon Menschen ausgebildet, über 80 Jahre. Und die haben einfach alle einen riesen Freude an diesem Projekt und freuen sich, mit diesem Auto fahren zu dürfen. Also eben nichts Alltägliches ist auch. Absolut. Und natürlich, Menschen mit einer Beeinträchtigung ist die Mobilität noch viel wichtiger natürlich, genau, als auch für uns schon. Und sie sind sehr dankbar und freuen sich natürlich riesig, wenn dann am Schluss das Ziel erreicht ist. Das ist meist dann eine freundschaftliche Beziehung fürs Leben, wo man sich kennt und hört und auch wieder austauscht. Und genau. Es ist wirklich eine sehr, sehr emotionale, schöne Geschichte. Dass wir Freude schenken können, dass es eben ein Lichtblick im Umschulungsprozess ist. Und wir haben in der Schweiz 1,8 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und wir wollen einfach das Ganze auch ein bisschen in diesem Bereich in eine Premium-Phase holen, dass das wirklich nicht irgendwie so eine Randgruppe ist, sondern dass wir sie wirklich mit einem tollen, schönen Fahrzeug bei uns in der Fahrschule ausbilden können und ihnen da wirklich Freude können mitgeben. Weg. Was gibt es für Schlüsselmomente mit den Fahrschulen? Was sind vielleicht Freudenmomente und einleuchtende Ereignisse, wo man gesagt hat, das ist wirklich auch so ein toller Moment, ist gerade auch ein Moment, der auch Freude macht? Das haben wir natürlich mit jeder Ausbildung, allgemein sowieso natürlich, oder? Ist immer der Erfolg eine riesen Freude. Aber wenn natürlich dann Menschen mit einem Handicap kommen, dann ist es natürlich mehr Freude, als einem selber gibt. Es braucht auch viel Energie natürlich, ist klar, aber es gibt immer einem viel mehr zurück. Und wir haben zum Beispiel eine Frau jetzt ausgebildet, 2 Jahre dran gewesen mit Hirnschlag und das war wirklich auch ein sehr langer Weg. Und wenn man am Schluss dann dieses Ziel erreicht und die Kundin, der Kunde wieder mobil ist, das gibt einem so viel Freude und Kraft fürs Leben ist enorm. Und wir haben zum Beispiel 2017 haben wir
ein Zuckerblätter ausgebildet, den Flo Hauser. Und da waren wir im 2017 wirklich ein Jahr lang dran. Wir haben ihn ausgebildet mit seinem T6 VW-Bus, mit Joy-Steer-System, Tierbremsen, Gas geben, Sprachsteuerung. Das sieht man auch im Film vom Schweizer Fernsehen. Auch. Genau. Und das sind natürlich dann Wege, wenn die erreicht werden, wenn man von da oben gelähmt ist und am Schluss selbstständig wieder Auto fahren kann. Das ist das Schönste. Genau. Ich glaube, unsere Mobilität, weil sie noch wichtig ist, dass man auch so, sag ich mal, ein Leben führen kann, ohne große Hilfe, externe Hilfe. Genau, merke ich auch hier bei mir, also im Auto wäre das Ganze schon viel schwieriger. Absolut, genau. Ja, das wären sonst meine Fragen an dich soweit gewesen. Ich danke dir vielmals für das Beantworten. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen das Auto genauer zeigen, dass ihr auch den Umbau genau von drin seht und da euch auch ein Bild machen könnt. Beat wird jetzt uns hier noch erklären, was das für Dinge sind, was das für technische, sag ich mal, Sachen sind für den Umbau vom Auto, für die verschiedensten Varianten, und da wird er uns kann etwas dazu erzählen. Sehr gerne. Das ist der Koffer, wo wir unsere Umbauwerkzeuge drin haben, unsere Umbaugeräte. Und dann sieht man jetzt da hier zum Beispiel der Commander. Der Multifunktionsknauf, wo Alessandro gefahren ist. Dann gibt es aber auch einen Lenkknauf, normal, ohne Multifunktionselemente. Und hier haben wir den Gasring, wo man mit den beiden Händen Gas geben kann. Das werden wir dann natürlich alles gleich am Fahrzeug mal sehen, wie das funktioniert. Und natürlich heute Covid-Zeit, ist klar, Desinfiziermittel. Und unser Tennisball, der gehört auch immer dazu. Am Schluss beim Fahren ist natürlich entscheidend, Freude haben, ich kann es einfach machen, einfach fahren und nie aufgeben, das geht natürlich fürs ganze Leben. Genau, dann können wir gerne zum Fahrzeug und dann erkläre ich euch das. Okay. Wir sind jetzt am Fahrzeug zu und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist zum Beispiel die Situation bei Paraplegie, wo man von der Hüfte her weggelähmt ist. Oder auch zum Beispiel MS-Bereich, wo man nicht mehr im Fußbetrieb unterwegs sein darf, sondern in den Handbetrieb muss. Wir sehen jetzt unter dem Boden das Bremspedal, das bleibt, aber das Gaspedal rechts, das muss weggeklappt werden für Paraplegie oder einfach allgemein, wenn man in den Handbetrieb muss. Mhm. Das klappe ich jetzt gleich kurz nach oben. Da schreibt das Gesetz vor, dass das möglich ist. Auch wegen der Sicherheit oder wenn man gelähmt ist, sondern genau wegen der Sicherheit, weil es kann so sein, unkontrollierte Bewegungen und plötzlich gibt man Gas, oder? Und beim Bremspedal, das man stehen lassen nach Gesetz, die Füße kommen dann öfter runter, oder? Genau. Dann, wie man schon gesehen hat bei Alessandro, brauchen wir jetzt diesen Multifunktionsknauf, den Commander so genannt, oder? Und da, wenn jetzt jemand in den Handbetrieb rauf muss, zum Beispiel Paraplegie oder wie gesagt MS, wo der Fußbetrieb nicht mehr möglich ist, dann kann man entweder hier lenken mit dem Commander, mit den verschiedenen Funktionen wie Blinker, Scheibenwischer, Fernlicht, Hupe etc. Und dann wird hier gebremst und hier Gas gegeben. Und wenn man muss verstellen, dann vom P
ins D oder vom D ins R und so weiter, kann man da die Parkbremse verriegeln und jetzt kann ich den Wählhebel betätigen, um den richtigen Gang einzulegen. Diese Situation ist Paraplegie und zum Beispiel, wie gesagt, MS, einfach Situationen, wo man nicht mehr im Fußbetrieb sein darf, nach Gesetz. Was auch sehr wichtig ist, das muss alles umbaubar sein in wenigen Minuten, dass wenn der Partner oder so fahren muss, dass er das kann fahren ohne diesen speziellen Umbau. Genau. Wir haben zum Beispiel auch die Situation, wenn jemand jetzt den linken Arm nicht mehr hat oder die linke Hand, dann kann man hier einklemmen und dann kann man hier mit der rechten Seite lenken. Dann haben wir auch die Möglichkeit in dieser Situation, dass wir nicht mit dem Ziehgas arbeiten, hier ist das Ziehgas und die Stoßbremse, sondern dass wir einfach mit der Stoßbremse arbeiten und hier oben Gas geben mit einem sogenannten Gasring und den hole ich jetzt gleich mal. Dann haben wir hier den Gasring, wo man hier mit beiden Daumen Gas geben kann, den kann man auf verschiedene Arten kann man den einklemmen hier am Lenkrad, so, voilà. Und jetzt gibt man hier Gas und hier tut man bremsen, Gas bremsen. Das ist auch, wenn man in den Handbetrieb muss und nicht mehr mit dem Fußbetrieb arbeiten kann. Mhm. Hier ist einfach die Situation, man muss immer die Hand wechseln natürlich zum Bremsen, das ist nicht mehr ganz ideal. Aber es gibt zum Beispiel extreme Rückenbeeinträchtigungen, wo die Menschen nicht hier hinaus groß Gas geben können. Für die geht es dann besser, hier am Gasring Gas zu geben. Und darum ist wichtig, bevor jemand mit einem Handicap fahren darf, muss natürlich die Rechtsmedizin das grüne Licht geben, dass da von der medizinischen Seite alles in Ordnung ist. Und wenn das alles gut ist, dann gibt es eine Funktionskontrolle, eine sogenannte Verfügung, was das Idealste ist, um dann im Verkehr teilnehmen. Da wird jede Person wird da individuell dann natürlich geprüft und dann gibt es eine Verfügung mit dem besten System, wofür diese Person dann am besten für sie wirkt. Genau. Ich kann das sonst mal schnell demonstrieren. Das ist per Funk verbunden. Das ist wireless, genau. Jetzt aktiviere ich da den Gasring. Und jetzt ist das aktiv. Das kann jetzt hier, ist mit wireless alles in Betrieb. Gaspedal unten ist sowieso weggeklappt. Und hier funktioniert jetzt das Gas auch nicht mehr. Genau, das ist das System Gasring. So, das wäre es mal mit den Fragen soweit auch gewesen. Ich bedanke mich auch bei dir, dass wir die kurze Rundfahrt machen konnten und auch den Zuschauern das Auto genauer zeigen konnten. Sehr gerne. Genauso auch für mich jetzt etwas Spezielles und zeigt auch, dass das Herzprojekt eigentlich der Gedanke dahinter auch funktioniert. Du bist bereit für die Handicap-Fahrschule mit dem Maserati, haben wir noch weitere Bereiche. Vielleicht willst du auch dazu noch kurz etwas sagen, dass die Zuschauer auch wissen, was die Fahrschule kocht, sonst noch macht. Sehr gerne, Herr Sonne. Also wir haben, wie gesagt, wir haben uns spezialisiert auf den Bereich Menschen mit Handicap. Wir bilden zusätzlich auch aus, natürlich im ganzen Lastwagenbereich sind wir unterwegs. Wir haben ein spezielles Intensiv-Theorie-Konzept, wo die Kundinnen und Kunden bereits nach 14 Tagen an die Theorie prüfen können im Lastwagenbereich. Also der Lastwagenbereich ist bei uns eine sehr große Geschichte. Dann natürlich den ganzen Autobereich, wo wir ausbilden, der Motorradbereich. Wir haben einen Fahrsimulator, wo man vor, während der Autoausbildung trainieren kann. Das brauchen wir für neurologisches Training, wenn jemand einen Hirnschlag gehabt hat. Dass er die kognitiven Fähigkeiten trainieren kann, da kommen sie aus der ganzen Schweiz zu uns. Wir sind für alle da, von A bis Z. Das ist toll. Qualität ist uns zu versprechen und Ehrlichkeit ohne Alternative. Genau, ja, das merkt man auch, wenn man mit euch zu tun hat. Und, das ist auch wirklich schön. Also eben wenn ihr das da mehr zu erfahren wollt, ich verlinke euch auch die Internetadresse von der Fahrschule Koch noch im Video. Da könnt ihr auch da nachschauen und dann auch von euch kontaktieren, wenn es noch eine Frage gibt, selbstverständlich erfahren werden. Oder? Genau. Sonst einfach fahrschulekoch.ch, wir sind bei uns, wir sind da für euch und Ausbildung ist klar eine Frage des Vertrauens. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Vielen Dank. Und mit dir ein tolles Video machen.
da die Leute ein bisschen auch informieren über das ganze Thema. Hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke auch. Gute Zeit. Dir auch. Bis später. Dankeschön. Ciao, Alessandro. Danke.